Servus Freunde, willkommen hier zurück auf der Stappenbach. Wir sind wieder zu zweit am Start. Mit dabei ist der Steffen. Hallo. So, ja, halb sieben, Sonntags, ich mache einen Spaziergang und zwar zu der Schaf. Ich schwitze, die kaufe ich mir jetzt gerade. Das ist die arme Viecher. Neues Objekt kaufen, Taste C. Zack. Dass die arme Viecher auch mal wieder aus der Fresse kriegen. Die haben wir jetzt schon. Wie lange haben wir sie jetzt? 60 Parts. Ungefähr. Und die waren wieder kaufbar dann gewesen, ne? Nachdem wir gemacht haben, dass jeder sein eigenes Ding hat. Das muss ich mir noch umbelehen. Ups, mal da rein. So. Genau. Seitdem haben die nur was zu fressen gehabt. Hat aber nicht ganz gelangt bis jetzt. Wir sind voll auf Null. Ich sah, hauen wir gerade noch was drin, kurz bevor sie schlafen gehen. Wasser auffüllen. Grasballen nehmen wir mit. Zwei Stück. Was treibst du, Schönes? Mal Küche deren. Ah, es ist beide halb acht, halb sieben obens. Fütterer, ne? So wie sich das gehört. Gerade die oberste zwei mit. Bisschen rum, da, dass wir da einen Gestoch kriegen. So, Gamescom ist rum. Christian ist voll und ganz vom LS begeistert. Er war übrigens vorhin bei mir. An die Grafikkarten geballert. Hat er doch seitdem ich sie bestellt habe schon gewiss ein ganz ein bisschen rumgenetzelt. Man baut man in, man baut man in. War doch ganz heiß drauf. Und ich sag komm, nur der Arbeit, und Bock hast, komm schon halt dann gerade vorbei. Muss auf die Arbeit fahre ich mal noch, dann bauen wir es eben. Also ich hätte es jetzt allein nicht hingekriegt mit dem ganzen Kabelstone, Klumpatsch mit dem na, hier ist Netzteil noch dabei. Also wäre nicht meins gewiss. Das ist halt immer ein bisschen auseinandersetzt, damit dann geht's ja. Jo. Aber läuft. Geil. Hoppla. Kann jetzt voll hoch, alles hochgeschraubt. Passt. Wie viel kriege ich jetzt auf den Map? Ich habe jetzt das V-Sync aus wieder gemacht. Weil ich habe gemerkt, beim Fahren zieht ab und zu mal dann so Streifen drin. Das muss ich ausmachen, damit es sieht. Aber der Christian war vorhin da. Ich hatte auf der Map 125 FPS gehabt. Okay. Und auf der Standard-Map waren es knapp 250. Ja, das das lag bei mir am Prozessor, dass er nicht herkommt. Ah. Da haben wir auch, spaßeshalber hat er dann gleich mal World of Warships runtergeladen. Und da bin ich, mit voll hochgeschraubt bin ich bei 58 FPS. Ja, das habe ich ja. Also bei World of Warships und damals. War Thunder,
Also, du, also bei War Thunder habe ich Filmqualität, also Ultra HD, ja. So richtig gut, sieht das saugeil aus. Ich hab das Nvidia Express heißt das, glaube ich, oder? Ja, kann Sinn, ja. Hab ich, also der du, der, das ist so Option, der da Spiele, also optional, super instellen. Okay. So, auf oh, bist du unterwegs stimmt. Im Haus gerade? Nee, nee. Okay, es tut gerade so wieder, als ob du am rumlaufen bist. Okay. Nee, ich bin auf meinem Platz. Ah. Daher, dadurch, dass ich aber auch nur 2,8 Gigahertz zur Verfügung habe, mit drauf, weißt du? Aha. Ich könnte mir jetzt auch Tausende holen und die Leistung kriege ich einfach nicht. Okay. Das. Du bist ja schon über 3, gell? 3,2 hast du gesagt. 3,5. Der 3,5, ja. Das ist schon ein großer Unterschied. Bisschen Wasser. Ja, also ich habe jetzt nicht gedenkt, mir kommt es irgendwie so vor, als ob du wirklich trotzdem. Ich habe ja die ganze Zeit auf High gespielt, ne? Hab zwar alles ausgehatte recht, dass ich auf volle FPS komme. Aber wenn du jetzt so guckst und am Spiele bist, kommt es ja vor, als ob doch irgendwie. Ja, hast jetzt halt alles voll Ohr, voll Power. Kommt da doch noch Schoppe stärker, noch Schoppe besser vor. Ne? Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe bei mir zwischen High. Und Very High sehe ich keinen Unterschied. Okay. Also rein grafisch hier, also Very High, das ist, ist okay. Aber es ist nicht spielbar. Aha. Weil ich auf der Map ziemliche FPS im Griff habe. Okay. Aber so am Anfang ist okay, aber wenn ich dann zu Fuß gehe oder so, ja. Ist halt unspielbar. Einfach so. Ja gut, ich kann mir schon auch vorstellen, dass noch ein bisschen was an der Map light kommt, da wahrscheinlich auch gerade drauf vor, wo du gerade bist und was für eine Gegend. Ja, wie gesagt, weil normalerweise schätze ich immer das Spiel an sich braucht ja nicht viel. Nö. Aber im Gegensatz zu jetzt andere Spiele. Aber wenn ich halt jetzt auf so einer Map bist, die wo so viel verbaut hat, wo ich so aufpassen muss, wo ich ja lang laufst oder lang fahrst, weil das wäre doof. Aha. Wie gesagt, wenn ich auf die Standard-Map gehe, da habe ich auch mal 120 und nicht. 150 FPS. Ja. Man muss ganz klar so sagen, aber. Wenn bei dem Kram, du siehst auch nicht so, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel Welte vorschiebst oder so, dann siehst du das schon eher. Der Unterschied. Weil du halt viel mehr vom Terrain. Ja, ja.
Ja, da war der Unterschied ganz krass gewesen. Zu, ja, wo ich Mittel und was weiß ich gehabt habe. Zu jetzt Full Power. Weil da war der Unterschied schon ganz schön krass zu sehen. Also ich hab bei, da bei, bei War Thunder, du siehst, das ist brutal. Das sag ich dir brutal. Da hast du ja auch riese, oder einigermaßen gute Maps, sag ich mal. Wo dann, wo ich dann richtig die Details siehst von den Gebäuden und so zeigst. Mhm. Und auch selbst von den Fahrzeugen, wo, wo dann richtig geil aussieht. Okay. Ich hab zum Beispiel festgestellt, wenn ich, also der Unterschied zwischen normal und dem Film ist, dass du einfaches Gras hast. Mhm. Wenn du über Gras drüber fährst, über hohes Gras, knickt das am Panzer um. Okay. Also die zu überfahren, weißt du, so ungefähr. Richtig gut. Da habe ich auch noch mal 50, 52 FPS. Ja, ich will mal hingehen, ich habe noch das Black Ops. Wie wir das mal drauf machen, gucken, wie es da aussieht dann. Das brauche ich auch, das zieht ja auch ohne Ende. Problem ist nur, ich habe es bei Steam drauf gehabt, aber da irgendwie, da ja alles gelöscht war, weißt du? Ist es bei Steam nicht mehr drauf, das heißt, ich muss über die CD nochmal neu installieren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Habt ihr schon ein neuer Prozessor in Aussicht? Ja. Hab halt geguckt. Das. Ja. Hab halt geguckt gehabt, nur um Displayport, kennst du das? Mhm. Kabel. Naja. Wo du hinne in die Grafikkarte drin machst. Anstatt HDMI. Ah, okay. Ah, sagt mir gar nichts. Doch, hast du auch zwei E- oder zwei A-Schlüsse mit drin. Okay. Das krieg ich, also du kriegst, du kannst, kannst mit dem Kabel kannst du Ultra HD spielen. Aha. Das heißt, das ist noch besser wie HDMI. Du kriegst 4K rein, Bildschirm. Problem ist nur, du brauchst einen Bildschirm davor. Ja. Und allein der Bildschirm habe ich mal Spaß geguckt. So 30 Zoll oder 32 Zoll, was das Ding ist, kostet schon 500. Mhm. Weil ich ja am überlegen war, ob ich Kabel wechsel und mir einen neuen Bildschirm kauf. Okay. Beziehungsweise neue Fernseher. Jetzt habe ich aber eine andere Möglichkeit gefunden, das kannst du ja vielleicht auch mal in Betracht ziehen. Ich weiß nicht, was du daheim angeschlossen hast. Aber ich habe jetzt bei mir HDMI 2.0 dran. Aha. Das ist besser wie normales HDMI. Du kriegst da auch 4K Übertragungsrate. Okay. Du kriegst noch ein besseres Bild. Ich weiß gar nicht, was ich drauf habe. Ob ich normal, dann keine Ahnung. Die sind meistens so vergoldet. Weiß ich jetzt nicht. Kann Sinn. Muss ich mal ein bisschen gucken. Leicht mal auf der Arbeit oder so. Ich hab frei. Ah. Ja, ich weiß, wir haben da zwei verschiedene Sorte, aber ich hab demnächst eine Schulung. 13.9. über so Sache. Hm. Über Powerline und was weiß ich alles. HDMI, alles dabei. Ja, auf jeden Fall. War hat mir vor Woche, hat ich mir zwei Stück gekauft.
Weil ich zuerst die gebraucht habe, die hat es aber im Saturn geholt. Gott sei Dank. Weil ich habe mich schon gewundert. Ich habe mir doch das Apple TV gekauft, ne? Ja. Und das Apple TV läuft aber nur über 4K. Aha. Weil es halt eine Ultra-HD-Auflösung ist, ne? Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wie ich das Ding angeschlossen habe. Normales HDMI-Kabel dran. Geht nicht. Flimmert nur. Ne? Mhm. Das 2.0 dran. Einwandfrei. Okay. Das habe ich jetzt auch eigentlich am Computer dran. Also, das ist sau übel eigentlich, das Ding. So, leihen wir uns gerade mal ein Hobbit-Dosal Zeug aus, ha? Palettegabel und Teleskoplader. War eigentlich Mischreihe. Ne, haben wir eigentlich noch keiner. Haben wir überhaupt einer als Mod drin oder? Aber du kannst dir die Mod zeigen, wo ich da runtergeladen habe, das Pack. Wo ich bei der Old, ja, merke, Old Streams drin habe. Ah, okay. Das wäre so ein Ding, wo der auch noch Bock machen tät mit den ganzen Mods, wo ich da drin hab. Komplett alt, Clay, alles. Nur fertig gemacht, selber gespielt, noch nix. Das ist die OGF, ne? Ne, Old Streams ist das. Ganz kleine Map. Ah. Lauter kleine Felder. Zieht sich schon zu. Wettermäßig wird schwarz am Himmel. Schon bald anfangen zu schiffen. Ich sage, heben wir gerade noch durch die Palette runter. Und dann sind wir gerade scharf durch für heute. Dann sind die froh und glücklich, haben Wasser, Gras. Wolle kann weiter produziert werden. Einwandfrei kann man überhaupt nennen mit dem Ding. Gerade so. Sind wir da die Palette? Zack. Bald der Grafikkart sich ab, wenn sie nicht, also die Lüfte. Ach, die ist die ganze Zeit aus. Die gehen nicht mal an. Ah, hat meine ja. Ich hab noch gedacht, oh, die gehen auch. Wir haben vorhin noch geguckt gehabt. Die gehen nicht mal an, die Dinger. Durch die ganze andere Lüfter, wo drin sind.
zwischenzeitlich war so vorhin nur kurz angewiss, wo wir was getestet haben, aber gar nichts. Bleib schön aus. Ja, ich meine, schalte sich ja, die schalte sich mal 2 Sekunden, 3 Sekunden hin und schalte sich dann wieder ab. Ja, ja, da gar nichts, die haben schon immer bewegt, die Dinger. Aber sie ist auch nicht, weil sie unten sind, weißt du? Ah. Oh. Ursus Streier. Geh mir Mischstreier, das? Jo. Ah, die Ki produzieren wie Sau, gell? Das geht so viel, hab ich nicht. Also, das war schon was genau in der Hängerin. Ah. Der ganze Zeit. Okay. Also nicht immer auf Feld eigentlich. Nee, nee. Fülle habe ich auch. Ah, ja gut. Geht. 200.000 habe ich aber in meinem Flare oben drin. Die produzieren doch nicht so viel, oder? Schon die Viecher da. Lass da die Palette nicht mehr los. Also ich wäre noch wahnsinnig. Ist die Palette los? Jawohl. So. Die Palette gabelt ist doch nix her. So, dann schieben wir es halt so hin. So sollten wir es nicht machen. Kann man machen. Muss es aber nicht. So. Dann würde ich also sagen, sind wir am Ende vom Part. Wir haben wieder ganz schön überzogen. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Rinhau. Tschüss. Tschüss.